pretending that nobody knows. Trying to hide but it shows. Lost my sense of logical. Think that I'm gonna explode. Echoes inside of my bones. Not the brave kind, never dared to take the leap when the chances come be. You are special, ordinary. Die Höhenmeter, die purzeln. Jetzt haben wir schon 1750 gleich. Es geht ganz schön bergauf hier. Bisschen eine leicht wellige Fahrbahn, aber gut fahrbar hier hoch. Und jetzt kommen wir dann gleich ein bisschen in den Nebel wahrscheinlich, in die Wolken rein. Aber Landschaft ist schon schön hier oben. Eieieiei. Sowas bin ich jetzt auch noch nie gefahren. Unglaublich. Ja, schade ist es so neblig, weil das, was ich jetzt hier gerade erlebe, das ist jetzt doch irgendwie nochmal eine neue Qualität. Mit dem Nebel wirkt das irgendwie noch krasser. Man sieht nämlich nichts, wo das hingeht, außer dass es steil ist. Und wir sind noch nicht oben. Das ist echt der Hammer. Mann, oh Mann, so eine Fahrt habe ich auch noch nicht gemacht. Zum obersten. Okay. Jetzt geht's hoch. Ein Stückchen runter nochmal. Hey, ist das ein Bild hier? Das ist ja nicht zum Glauben. Der Kai ist auch schon oben auf der Staumauer. Thank you.
Unglaublich. Ja, die Szenerie ist schon krass hier oben. Die Staumauer so halb im Nebel drin. Ai, ai, ai. Jetzt haben wir noch einen Kilometer ungefähr. Und die Karawane setzt sich in Bewegung. Zum Schluss jetzt noch ein bisschen Gravel Road, ein bisschen Schotterpiste. Der letzte Kilometer ungefähr bis zum Platz hoch. Letztes Jahr stand, ob das was taugt. Oder ob wir da bleiben, wo wir jetzt. Ja, das Terrain ist schon ordentlich rau jetzt hier. Das ist schon fast für Geländewagen nur geeignet. Ja, hier unten. Könnte es rein theoretisch auch passen für uns. So, jetzt erstmal Lagebesprechung, ob dort unten oder dort hinten oben, oberhalb von diesem Wasserauslass. Oben wäre es ein klein bisschen ebener, wobei wir das hier unten auch in den Griff kriegen. Und hier hoch ist halt die Anfahrt schon ziemlich übel. Das könnte eventuell knapp werden. Ja, der Platz hier oben hat schon auch einen gewissen Reiz. Zumindest in die eine Richtung sieht das echt genial aus. In die andere Richtung so medium genial. Und jetzt wird es ganz schlimm. Thank you.
So, jetzt versuche ich mal dort hochzufahren. Mal gucken, was die Allterrain-Reifen können. Sind ein bisschen aufgepumpt, 4 Bar. Nicht knallhart, aber noch ein bisschen. Ja, knappe Sache. An der steilsten Stelle ist der Kies da noch ein bisschen locker. Und da ist die Traktion dann schon leicht eingeschränkt vorne. Naja, ich bin da mal hochgekommen, aber ich glaube, für die anderen, insbesondere Silvio mit seinem etwas flacheren Fahrwerk, könnte das schon schwierig werden. Einfach wegen der Bodenfreiheit. Und natürlich mit normalen Sommerreifen ist es auch etwas schwieriger. Ja, die Kabelträger waren auch schon mal zuverlässiger. Wir haben jetzt unser Plätzchen eingenommen hier am See. Wunderbar. Es gibt nur eins, was stört. Der da. Der stört aber nur die Szenerie, nicht uns. Und hier der Lago de Naret oder Lago Naret heißt er, glaube ich, nur. Ziemlich rund der See, so von der Form, oval. Und damit ihr so einigermaßen wisst, wo wir jetzt sind, da hinter meinem Finger ist der Gotthardpass. Allerdings ist noch ein Tal dazwischen. Und zwar das Tal zum Nufnenpass hoch. Das ist noch dazwischen. Also Gotthardpass von hier, Luftlinie, ja, ich schätze jetzt mal so 10, 12 Kilometer. Weiter ist er nicht weg von hier. Und wenn wir schnell auf den Gotthardpass fahren wollen, sind wir 3 Stunden unterwegs wahrscheinlich. Kai ist mal in den Grillvorbereitung. Er hat seinen schönen Gasgrill wieder mal dabei. So, Kai, mach mal Feuer. Ups. Es hat gezündet. Super. Ja, das Wetter weiß noch nicht so ganz genau, was es will, aber Richtung Westen sieht es auf jeden Fall heller aus als Richtung Osten. Ich drehe mich mal schnell um. Gell? Ist schon ein klein bisschen heller und man sieht auch mal ein bisschen blauen Himmel durchschimmern. Und gegen Osten ziemlich dunkel und ziemlich neblig, aber das stört uns jetzt nicht. Temperatur immer noch 15, 16 Grad hier oben auf 2340 Metern. Ziemlich warm eigentlich. Für diese Höhe kein Problem. Und wir haben sogar eine Feuerstelle hier auf dem Platz und wir haben Feuerholz dabei.
so dass wir dann nach dem Grillen sicher noch ein Lagerfeuer machen. Dann können wir uns noch ein bisschen die Beine rösten. Und der Nugget von der Katja, der hat natürlich auf solchen engen Straßen so gewisse Vorteile. Vor allem der Radstand, der ist natürlich deutlich kompakter wie bei den 640ern, wo wir gerade so um die Kurve rumkommen. Tanzt uns die Katja sozusagen auf der Nase rum mit dem Nugget. Auf die Gefahr hin, dass das langsam einen Bart kriegt, aber es könnte uns echt schlechter gehen. Danke für diesen Satz, Dirk. Grüne Weste, grünes T-Shirt auf grünem Terrain. Gehst du auf die Jagd, Kai? Du siehst fast so aus. Ich suche Holz. Holz? Ja, das Holz ist sehr kompakt hier. Das wächst nur in Form von Blumen. Oder Disteln vielleicht. Disteln haben wir noch. Wo ist das Internet? Da, wo ist das Netz? Wer ist das da? Nicht, wenn ich nachher rede. Oh, ja. Wo ist das Internet? 99 irgendwas. Ja, ja. Die gilt auch hier in der Schweiz ohne Probleme. Ja. Weil da tun sich ja die meisten etwas schwer mit. Wobei ich habe jetzt, also sind dann die meisten. Ich habe hier Zeug, das kann man drauf. Vielleicht mal irgendwas, was ein bisschen mariniert und. Gurken, Tomaten und jetzt kommt noch ein bisschen Feta-Käse dazu und fertig ist der Salat. Der Salat nicht? Oh, und der Salat kommt auch noch zum Salat. Also muss er nicht, kann er noch morgen essen. Ich glaube, es wird zu viel. Ne? Also Salat kommt nicht zum Salat. Jens, ich höre dich ja ungern, aber... Das ganze Paket dort. Schaust du mir das zu? Oh. So, jetzt gibt das was zu futtern. Scheint zu klappen. Für gutes Internet tut der Kai alles. Danke, Kai! So bleiben. Zu vegetarischem Grill, sage ich euch. Da hat es kein Fleisch mehr. Brot und Gemüse. Aber heute haben wir einen Top-Grillmeister hier, muss ich ja so sagen. Ja, das voll im Griff. Wow. Also ein Stück. Alle Radebutz satt. Und jetzt geht's mal ans Feuer machen, damit wir noch ein bisschen warm kriegen. Weil wenn man so rumsitzt, dann ist es doch dann irgendwann auch ein bisschen frisch. Der menschliche Blasebalg. Aber hilft. Schwindelig? Überhaupt kein Schaden. Sind sie kalt? Sind sie okay?